Hi Freunde, wenn ihr das Video seht, bin ich in Hamburg. Es ist ein Tag vor dem großen Edigella Cup, Real Life, also offline. Schaltet gerne ein, Freunde, wir sind den ganzen Tag online, von 13 bis 0 Uhr. Würde mich freuen, wenn ihr das supportet. Wir haben da echt viel Arbeit reingesteckt, über 100.000 Euro Ausgaben hatten wir, Produktionskosten und sowas. Es geht auch um 30.000 Euro. Es ist ein lizenziertes EA-Turnier, Freunde. Das heißt, wir haben die Zusagen von EA bekommen, sehr, sehr nice. Ich bin die erste Person, die das bekommt. Ich hoffe, wir können das auch ausnutzen. Und ja, jetzt viel Spaß mit dem Video. Lasst ein Like da und ein Abo und jo, siehst du bist ehrlich. Anton hat Messi getroffen, Freunde. Es ist wirklich sein Lebenstraum ist Erfüllung gegangen, ne? Ich wusste das schon ein bisschen länger. Ich weiß es schon seit 2-3 Wochen oder so, dass er das Video aufgenommen hat. Er hat mich angerufen direkt danach. Ich weiß nicht, ob es direkt danach war. Auf jeden Fall hat er mich relativ früh danach angerufen und hat gesagt, dass er Messi getroffen hat. Der hat fast angefangen zu heulen. Der liebt ihn. Ich schwör's euch, der liebt ihn. Kein Joke. Anton war seitdem er denken kann FC Barcelona-Fan. Hier. Schon damals in der Schule zog er unzählige Male sein Barca-Trikot an. Und jeder Mitschüler kannte ihn als den größten Messi-Fan. Seit 2005 du hast da schon geguckt. Nein, habe ich nicht. Alle Barca-Spiele über 90 Minuten gesehen und somit hat er alles auch von Messi von Anfang an komplett erlebt. Es ging sogar so weit, dass er sich entschied, seinen YouTube-Kanal im Jahr 2013 zu eröffnen mit dem Namen Visca Barça. Zu Deutsch Hochlebe Barça. Jeder wusste auch auf YouTube von Anfang an über seine Barcelona-Fanliebe Bescheid. Sein Riesentraum, der noch einigermaßen greifbar für ihn war, war es, sich einmal ein Spiel im Camp Nou anzuschauen. Natürlich hat er davon geträumt, eines Tages Leo zu treffen, jedoch wusste er nie, wie er das denn schaffen kann. Doch jetzt, 9 Jahre nach seinem ersten YouTube... Er hat es auch zu mir gesagt, Freunde, also kein Joke jetzt, der Typ ist... Wir waren in Manchester in dem Café und er hat gesagt, er weiß nicht, wie er an Messi rankommen soll. Er weiß nicht, wie das gehen soll. Und da habe ich sogar zu ihm gesagt, weil er mir übelst leid getan. Ich meinte, falls ich irgendwie, warum auch immer, irgendwie in einer Art und Weise dazu komme, dass ich Messi irgendwo treffe, bei irgendeinem, weiß ich nicht, irgendwas, kann er, sehr unwahrscheinlich, aber vielleicht. Dann habe ich ihm sogar angeboten, meinen Platz für ihn zu geben. Der liebt ihn. Und Unterstützung seiner riesigen Community hat er es geschafft, sein Kindheitsidol zu treffen. Um 13 Uhr stand der Edigella Cup. Heute ist der große Tag. Wir haben den 25. November. Es ist 4 Uhr morgens. Ich bin am Manchester Flughafen. Ich war vor einigen Stunden noch auf dem Spiel City vs. PSG. Ich habe sehr, sehr lange überlegt, wie ich dieses Video anfangen soll. Mit welchen Worten. Und ich bin einfach nur zum Schluss gekommen, dass ich einfach gar nicht nachdenken brauche. Einfach nur Emotionen freien Lauf lassen. Und das werde ich jetzt tun, Freunde. Du bist mit R9 connected, da kann Messi nicht weit weg sein. Doch, doch. Ich habe natürlich nicht geschlafen, ich habe durchgemacht. Erstmal chatten wir jetzt ein. Let's go. Leute, ihr glaubt das nicht. Ich wollte diese Plastikgabel in den Müll werfen, die ich noch in der Jacke hatte. Und ich habe stattdessen meine Boardingkarte da reingeworfen. Ey, ich bin so nervös, das ist ja unfassbar. Konzentrier dich doch, Anton. Sorry, I threw my boarding card into the rubbish. I'm sorry. I wanted to throw the fork there, you know? I confused it. Erster Adrenalintest. Bisher zittern meine Finger noch nicht. Ich gönne mir so erstmal einen kleinen Snack. Bisschen Energie sammeln, weil sonst kann ich nicht gleich überhaupt... Konzentrier dich! In meinem Kulturbeutel habe ich auch schon ein Trikot mit. Ein Argentinien-Messi-Trikot, das möchte ich von Leo unterschreiben lassen. Ich dachte mir, das passt am besten, weil er auch dieses Jahr die Copa America gewonnen hat. Das hat ihm extrem viel bedeutet. Ich bin an meinem Gate. Paris, ich komme. Ey, Flugzeug, da bist du. Mach bitte kein Auge, okay? Mich trennt ein Flug, meinen Kindheitstraum zu erfüllen. Ich glaube, jeder, der schon mal etwas von mir gehört hat, weiß, was dieser Tag für mich bedeutet. Es ist so surreal. Ich kann es nicht glauben, was ich heute mache. In Frankreich, ey, es ist arschkalt. Ich konnte sogar einen kleinen Powernap machen im Flugzeug. Alles läuft nach Plan, ich bin nicht verspätet. Es kann eigentlich nichts mehr schief gehen, außer Leo taucht aus irgendeinem Grund einfach nicht auf. Wir nehmen jetzt ein Taxi und fahren zurück. Vamos! Ich habe mich jetzt in ein Café gehockt. Ich bin knapp 1,5 Stunden zu früh dran. Ich warte jetzt auf den Treffpunkt. Aber jetzt kann ich euch mal erzählen, wie ich es geschafft habe, zu dieser einmaligen Möglichkeit zu kommen. Seit knapp 2 Jahren bin ich in Kontakt mit The Messi Store. Das ist die offizielle Klamottenmarke von Leo. Und ich habe immer wieder mal denen geschrieben, hey, wäre es irgendwie möglich, dass ich kurz mal für eine Minute Leo sehe. Und jetzt, knapp 2 Jahre später, ist es tatsächlich dazu gekommen, Freunde.
Die machen heute ein Fotoshooting und ich bin quasi behind the scenes und bekomme im Anschluss dann meine Minute mit ihm. Ein Foto, im besten Fall noch eine Unterschrift. Ich habe auch dann eine Präsentation erstellt an Messis Management, weil die wollten natürlich sehen, wer ist denn das, der heute dann noch kommt. So sieht das Ganze aus. Ich habe hier so eine Timeline erstellt. Damals, als ich noch nicht mal YouTube gemacht habe, so in meinem alten Kinderzimmer, da war ich so circa 12 Jahre alt. 2013 war der Anfang mit YouTube. Das ist quasi mein kompletter YouTube-Messi-Werdegang. So 14, wie ich in FAQs erzählt habe, dass mein Riesentraum ist, einmal ins Camp Nou zu reisen. Dann hier der erste Camp Nou-Besuch 2016. Ja, ging dann die Fanatik weiter gegenüber Leo. Also quasi meinen kompletten Journey hier denen so aufgezeigt, ne, mit immer so Zusammenfassung hier drunter. Dann die ersten Interviews mit Fußballern, mit Jerome Boateng, Griezmann, Gnabry. Also es ging immer so einen Schritt nach vorne weiter. Und natürlich auch bei PSG supporte ich ihn weiterhin. Und am Ende habe ich nochmal so eine kleine Collage angehangen. Alles, was so mit Messi zu tun hat. Hier zum Beispiel in meinem Zimmer vor dem riesen Ölgemälde. Oder hier nochmal den aufgezeigt, dass ich sogar ein Tattoo habe. Das ist zum Beispiel auch von The Messi Store. Und diese Bewerbung hat sich Messi tätowieren lassen, Freunde. Überzeugt und die haben das approved, also genehmigt, dass ich heute beim Fotoshooting dabei sein darf. Ich hoffe einfach nur, dass ich einigermaßen einen Satz rauskriege vor ihm, dass ich keinen Herzinfarkt kriege und dass ich wirklich nicht sofort eine Heulattacke oder so bekomme. Aber ich hoffe, ich reiß mich irgendwie zusammen. So sieht das hier aus, behind the scenes. Und jetzt wartet die ganze Crew noch auf Messi und davor werde ich jetzt gleich sogar noch geshootet. Ich habe nämlich die Ehre, auch für seine Klamottenmarke quasi zu modeln und das wird dann auf der Insta-Page von The Messi Store gepostet. Sieht echt sehr, sehr clean aus, hier komplett weißer Background, dann auch diese Würfel. Ich bin so in Trance, ich kann das gar nicht realisieren. Ne? Hier ist die Garderobe, hier wird dann Leo sich umziehen nachher und alles anprobieren. Und nochmal viele coole Sachen. Oh, das Shirt sieht direkt geil aus. Oder hier einfach clean, so ein Polohemd. Oh, das sieht sehr nice aus. Mit so einem Blumenmuster. Oh, das sieht ja nice aus. Und hier noch so eine Kleiderstange. Der findet alles nice, was Messi je, was irgendwas mit Messi zu tun hat. Schwarz, rot. Ich bin in der Maske. So Leute, ich melde mich gerade hier kurz mit einer Overvoice. Ich muss euch eine Sache verraten und zwar das Fotoshooting von mir war in Realität nach dem Treffen mit Leo. Ich habe euch das aber davor geschnitten, damit ihr einfach das Highlight nicht direkt am Anfang vom Video seht. Aber ja, hier zum Beispiel die Hose war auf ihn maßgeschneidert und ich musste nach ihm im Shooting da reinschlüpfen. Wir haben sogar die gleiche Schuhgröße, also auch die gleichen Schuhe musste ich tragen wie er. Oh mein Gott. Und wie ist das Schicksal will, passt? Ich glaube, die hängen, der ich weiß nicht, wie oft er an dem Schuh gerochen hat, bevor er selber da reingegangen ist. Der wäscht diese Schuhe und die Hose niemals in seinem ganzen Leben. Ich rufe ihn an und frage ihn. Ich verwette jetzt eine 50er PSN-Karte, dass er die noch nicht gewaschen hat. Eli, was geht? Kurze Frage, ich reagiere gerade auf dein Video. Oh, hast du die Hose gewaschen, die er anhatte? Die habe ich nicht mit nach Hause bekommen, Bro. Oh mein Gott. Ich habe aber die Schuhe mit nach Hause bekommen, das habe ich in meinem Video nicht erzählt, die er auf dem Bild mit mir anhatte. Ich bin on-stream, ne? Also nicht, weil ich nur gesagt habe. Ja, alles gut. Okay. Er hatte so weiße Adidas-Schuhe an, auch so in meiner Größe halt. Ja. Die habe ich dann auch, muss ich beim Shooting anziehen. Und dann hat mir diese Jenny Hilfiger dann gesagt, ob ich die Schuhe halt auch mit nach Hause möchte, die Leo vorhin anhatte. Die habe ich dann mitgenommen. Hilfe! Die habe ich halt aufbewahrt. Und jetzt lüg nicht, hast du daran gerochen? Ja, Digga, der hatte frische Socken an, das riecht man nicht. Natürlich habe ich kurz meinen Namen. Freunde, da dürfte dreimal warten, was der Mann mit den Schuhen da gemacht hat. Ne? Der ist die sind dem heilig. Aber ich habe den linken Schuh so in die Hand genommen und dachte so, Alter, da war so der Fuß vom Go drin, weißt du? Was hat denn der für eine Schuhgröße? Die gleiche wie ich, deswegen musste ich... Ach so, deine Schuhgröße, ich weiß ja, welche Schuhgröße du hast, deswegen. Du hast, welche Schuhgröße? 42. 42? Ja, okay. Ja. Das ist ja ein Zeichen. Die Hosen waren ja auf ihn maßgeschneidert, die waren halt mir ein bisschen kurz, aber es ging doch. Ja, hä, und warum haben die so rumgeeiert? Warum durftest du die nicht mitnehmen, die Hosen? Das habe ich gar nicht gefragt, Digga. Ich hab halt die Jacke bekommen, die er auch anhatte, die ich halt dann so verlose, weißt du? Ach so, aber, die Jacke. Okay, gut. Die getragene Jacke von ihm habe ich bekommen. Ja. Und die hau ich halt raus, weil ich für mich behalte ich einfach das Trikot und die Schuhe. Ach so. Ja, okay. Genau. Hast du an der Jacke gerochen? An der Jacke habe ich nicht gerochen. Was aber bist du denn für ein Supporter? Du hast die Sprache von dem gelernt und sein Gesicht auf den Unterarm tätowiert und du riechst dann nicht an der Jacke, wenn er sie anhatte? Nein, aber das war witzig. Diese Genie sagt so, try the black jeans. Ich so, ja,
ich probiere die an, ja. Und ich so, ja, passt schon, ne? Sie so, ja, Messi hatte die vorhin an vor 20 Minuten. Ich so, what the fuck? Das war halt voll der Film, Digga. Ach so. Na, okay. Ich guck's mir jetzt weiter an. Ich bin bei Minute 6. Okay. Wollte nur fragen. Viel Spaß. Okay, viel Spaß. Weiß ich nicht, ob der Mann da nicht vorher nochmal kurz da die Glatze drauf poliert hat, ne? Sag ich euch so, wie es ist. Ja, ich hab an den Schuhen gerochen, aber nicht an der Jacke. Der hat geschnüffelt wie ein Weltmeister an der Jacke. Ja, sie sind nur minimal zu kurz. Das ist echt zu lustig. Ich muss mich jetzt umziehen. Ich habe gerade das zweite Outfit bekommen. Ein rotes Oberteil und darüber dann noch diese schwarz-rote Jacke. Kein Joke, auch diese Jacke hatte ich nach Messi an. Und die werde ich übrigens auch auf Instagram für euch verlosen, zusammen mit seiner Unterschrift. Professionelle Models sind hier natürlich auch am Start. Nicht solche Amateure wie ich. Das Outfit sieht richtig nice aus mit dem schwarzen Shirt. Mit dem nee, sieht nice aus. Von der grünen Jacke, sehr nice. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, die ganzen neuen Pieces, die neue Kollektion. Ja, nee, ich stell mir vor, die sagen, wir laden dich ein und dann so, ja, nee, also die ist schon nicht so nice und die Pullover auch nicht so, aber natürlich sag ich, es ist okay, Jungs, ehrlich. Auch die Jeans ist vom Messi Store, sogar der Gürtel. Dass ich ihn noch zu seiner aktiven Zeit treffe, das ist einfach Jackpot. Natürlich wäre es auch cool gewesen, ihn irgendwie zu treffen, wenn er 50 Jahre alt ist. Aber noch als ja, Mann, das ist auch sehr geil. Noch heftiger. Messi X Elevate, ich sehe schon, nächste Kollektion, Freunde. Ich geh da mal ran. Noch ein anderer Fun Fact, die Creative Direktorin von Messi Store ist Ginny Hilfiger, die Schwester von Tommy Hilfiger. So eine liebe Frau, die stylt uns hier die ganze Zeit um, korrigiert, wenn irgendwie was falsch sitzt. Verstehen wir noch nicht, was hier passiert heute. Mein letztes Outfit, bevor gleich Leo kommt. Graue Jogginghosen, hier steht auch noch Messi drauf und weiße Schuhe. Vamos! Jetzt wird's emotional, Chat. Pack das Handy weg! Nicht so viel auf TikTok chillen! Ich bin einfach 20 Meter entfernt von Messi im gleichen Raum. Ich muss ein bisschen leiser reden. Es ging gerade alles so schnell. Ich bin hier reingegangen und auf einmal war er einfach vor mir. Er ist sogar kurz zur Toilette gegangen. Also ich war schon einen Meter an ihm dran und warte, bis er fertig ist, damit ich mein Bild kriege. Ich habe hier das Trikot schon bereit. Hey, ich schwöre. Yay, si, si, si. What? Fass ihn irgendwie im Po, kurz nur. Kurz. Du sagst, es war hier, Alejandro, links von ihm. Kurz nur ranpacken, er will's doch auch. Ja, was will denn Alejandro? Was? No. Ich hasse sowas. Ich schwör's euch. Diese ganzen Manager von allen, ich glaube, die sind so krass sympathisch, unsympathisch. Lass den Mann doch ein bisschen filmen. Hier, der will immer hier so, sieh, du kannst kommen und so. Achte mal auf Alejandro. Der hat gar keinen Bock. Alejandro, nerv nicht. Der Junge hat sein ganzes Leben darauf gewartet. Guck gleich. Mensch. Ja, it's on cam, it's on YouTube. I see your video on YouTube. Was? Ja, yeah, hier, no. No. Achso, okay. Okay. Ich melde mich jetzt hier mit der Overvoice. Ich wollte euch erstmal die Rohaufnahme zeigen. Ja, Freunde, ihr seht's, hier waren sehr viele Menschen um uns herum. Auch der Security von Messi hier vor der Frau, die gefilmt hat. Wo ist denn der Security? Den würde ich vielleicht auch noch packen. Hol dir den Chris Stade. Alejandro ist die Fanfreundin, die sich von der hübschen Freundin stellt und sagt, er hat kein Interesse von. Ich durfte da jetzt nicht irgendwie mit drei Kameras auftauchen und jede Perspektive filmen und da Leo mit Mikrofon verkabeln. Aber ist egal, Hauptsache, der Moment ist drauf, wie wir uns das erste Mal getroffen haben, wie er hier das Trikot unterschreibt, mit Signatur sogar und wie wir hier das Bild machen. Und jetzt
schau dich nochmal die Slow-Mo an, Freunde. Leo hat mir so ein Strahlen geschenkt. Schau dich an, ey, so cool. Wir haben uns so tief in die Augen geguckt. Da meinte ich zu ihm so, ey, Leo, seit 16 Jahren bin ich Fan von dir. Er kratzt sich so verlegen durch sein Bart, wie man ihn halt kennt, ne, auch so ein bisschen zurückhaltend. Und dann gebe ich ihm das Argentinien-Trikot. Das hat ihn, glaube ich, auch sehr gefreut. Und dann habe ich ihm gesagt, während er es unterschreibt, ey, Leo, kannst du bitte noch schreiben für Anton? Er fragt dann so nach, wie heißt es nochmal? Ich so, Anton, Anton. Und dann hat er geschrieben, für Anton, con cariño. Also das hat er von sich selber ausgeschrieben, quasi in Liebe oder mit Vergnügen. Und dann seine Unterschrift drunter. Ey, Wahnsinn, einfach nur, ne? Hier gebe ich ihm gleich auch noch so einen kleinen Schulterklopser, kurz den Gold berühren. Naja, tut seinen Arm um mich und dann entstand das Bild. Ich glaube, Anton hat einen Haken. So kennt man den Leo echt so gern. Ich gönn's den Jungen. Ich gönn's den Jungen wirklich. Freunde, ich schwör's euch, vielleicht denken viele da draußen, der übertreibt und Visca Barça hier und der soll sich vielleicht Visca Madrid oder weiß ich nicht. Der liebt den wirklich. Ich schwör's euch, dass der hat sich den auf dem Unterarm tätowieren lassen. Ich hab den Jungen dreimal in meinem Leben schon über anderthalb Stunden mich vollbabbeln lassen. Von ihm, wie cool Messi ist und wie cool Barca ist. Anderthalb Stunden, dreimal schon hat er das gemacht mit mir. Der liebt den. Der liebt den. Der würde für den in den Knast gehen. Kein Joke. Ich habe das doch im Manchester-Vlog. Ganz kurz. Warte. Ey, Freunde, ich nehme das gerade eine Woche nach dem Treffen auf und ich kann immer noch nicht diesen Moment realisieren. Und jetzt seht ihr gleich noch eine Aufnahme, die direkt nach diesem Treffen entstand. Es ging alles so schnell. Ich konnte gar nicht nachdenken, Freunde, was ich zu ihm sage. Ich habe erstmal gesagt, so Gott segne dich, weil er ist ja auch ein gläubiger Mensch. Freunde, ihr wisst, was das für mich bedeutet, dieser Moment, ne? Und ich muss mich ganz zusammenreißen, dass ich nicht hier ein paar Tränen verdrücke vor der Messi Store Crew. Schaut auf Instagram vorbei, Freunde. Lasst das meist gelikte Foto aller Zeiten von mir machen. Vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, Freunde, weil ohne euch wäre das niemals möglich gewesen. Diese ganze jahrelange Support. Vielen, vielen Dank auch nochmal an Messi Store. Auch Link natürlich oben in der Videobeschreibung zu seiner Klamottenmarke. Ich hab's, Freunde. Das war der längste Journey. Ich hab so gekämpft dafür. Lasst einen Daumen nach oben da, Freunde. Ehrlich, nice Chat. Da hat er mich, ich schwör's euch, er hat mich 90 Minuten lang voll gelabert. Freunde, ich weiß nicht, ob er mich hört. Anton, er hat mir, Digga, der Typ, der liebt Messi so toll. Er hat mir erzählt, dass er seit 2005 jedes Barca-Spiel geguckt hat, dass er sich um 3 Uhr morgens Wecker stellt, um sich scheiß Messi-Spiele anzugucken, Digga. Was ist das denn? Ja, irgend so ein Drecks-WM-Quali-Spiel gegen Bolivien oder so. Du hast seit 2005 jedes Barca-Spiel geguckt? Über 90 Minuten. Also ich habe quasi die komplette Karriere von Messi, jede einzelne Minute von ihm live gesehen. Manchmal, wenn ich irgendwie mit Freunden vorglühen war oder so ein Spiel um 22 Uhr, habe ich halt nur so nebenbei geguckt. Aber du hast geguckt. Ja, ich habe auch teilweise, wenn ich im Stadion war, keine Ahnung, Schalke gegen Real Madrid, habe ich gleichzeitig auf meinem Handy das Barca-Spiel. Digga, ist das geil. Und deswegen war ich noch so emotional beim Video. Digga, das ist ja gestört. Das ist wow, 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 wow. Da fällt mir ganz dazu ein. Guckst du jetzt jedes Paris-Spiel auf? Wegen Messi. Ja. Ja, normal, ja. Jedes Paris-Spiel? Ja, safe. Und die Barca-Spiele? Auch. Bist du Barca-Fan oder Messi-Fan? Beides. Also wenn jetzt Paris gegen Barca spielt im Champions-League-Finale, bin ich schon für Barca. Aber wenn Messi 2 Tore gegen uns schießt und dann King wenn uns. Er gewinnt, dann bin ich auch zu ihm so happy. Aber okay, 21 Uhr spielt Barca und 21 Uhr spielt Paris. Was guckst du dir an? Ich habe keine 2 Handys, so, weiß nicht. Aber du, dann kommst du auch an. Es ist so krass, Leute. Also ich habe vieles nicht aufgenommen. Der Schwärm von ihnen, das ist der Wahnsinn. Der war nicht mal... Ich kenne niemanden, der seine Frau so doll liebt wie du, Messi. Digga, wir reden hier seit einer Stunde über Messi. Aber mir ist eine Frage eingefallen. Entweder triffst du nächste Woche safe Ronaldo privat. Ja, du darfst ein Video mit ihm machen. Okay. Oder du triffst in 3 Jahren safe Messi. Ja, 3 Jahren safe Messi. Echt? Wollte ich drüber reden. Hä, wie cool das jetzt zu sehen ist. Das Video ist 2 Monate alt oder so. 3 Monate. Auf den Tag 3 Monate. 12.09. Und dann hat er ihn getroffen. Ich gönn's dem Mann wirklich. Also, ich hab's auch schon oft gesagt. Einer der YouTuber, wo ich auf jeden Fall sagen kann, dass er super korrekt und echt ist, ist dieser Mann. Deswegen könnt ihr ihn gerne im Follow dalassen. Einer der nettesten Personen, die ich je getroffen habe. 160.000 Likes hat das Bild schon. Krank. Also wirklich super. Everything.